uns deshalb Gott dann gerichtet wird. Und als erster wird diese Exerzitie eröffnen, diesmal Karl Konrad von Cottbus. Ein leichtes Stück. Eine ganze. In einen Opus habt ihr es. Ja, das war ganz leicht, weil ich bin ja der Sprecher von Cottbus. Ach so. Sehr informativ. Der hat so nice, er hat sich vorgedrängelt, aber naja. Er hat den Schafkopf gestochen. Sehen wir einmal darüber hinweg, aber ich sage. Haltet euch an die Regularien. Und jetzt Enno zu Norman! Moment mal, was war denn das dein Kuli? Und wieso ist da eine Strippe an dem Schafskopf? Die Kopie wohl. Volk, ich hab's genau gesehen. Er hat den Schafskopf beiseite gezogen. Stimmt's? Und somit, Herr Enno von Dorn, haltet ihr selbstverständlich einen zweiten Angriff. Und du, Kuli, kommst nach dem Turnier mal beim Büro. Ja. Dein eisiger Wind weht durch deinen Arbeitsvertrag. Kuli, ich soll ihn auslaufen. So, wenn der Enno hier noch einen zweiten Angriff bekommt, dann soll er noch einen von den Schafköpfen hier stechen. Es sind genug da, die klopfen schon die ganze Zeit so blöd. Nee. Da haben wir den ersten Schafköpfen sein. Nee. Hört auf, den Kugelball zu pöbeln. Begebt euch in die Auto. Das war doch ein Spaß. Na, ist denn hier kein Kerl, die Schrank